Eigentlich hätte Vincent uns hier irgendwann mal besuchen sollen. Und nicht andersrum. Wir hatten ein glückliches Leben, haben eigentlich alles gehabt, was wir wollten. Zwei gesunde Kinder. Wir waren alle gesund. Und jetzt sind wir so ein bisschen zu Zombies geworden. Wir leben und wir leben auch für unsere Tochter. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass wir leben, dass wir eben so eine tolle Tochter haben, die viel miterleben musste. Und ja, uns wurde unser Leben mitgenommen. Also ich bin fast täglich hier. Hier kann ich sein, wie ich bin, traurig sein, weinen, was zu Hause nicht immer so einfach ist. Hier können wir trauern, aber auch wütend sein. Manchmal trinken wir hier sogar was. Ja. Sprechen mit Vincent. Ich denke mal, heute würden wir ihm sagen, wir haben den Schritt gemacht und gehen an die Öffentlichkeit. Jetzt, wo dann die rechtliche Aufarbeitung dem Ziel entgegengeht. Gerechtigkeit wollten wir eigentlich immer nur haben. Gerechtigkeit, dass geklärt wird, dass dieses Unglück nie hätte passieren dürfen. Ich glaube, auch deine Angst ist, dass Vincent irgendwann vergessen wird. Ja. Und sein Schicksal vergessen wird. Und das darf nicht passieren. Das war jetzt die erste große Klassenfahrt an der weiterführenden Schule. Geplant war, zu diesem Waldpädagogikzentrum zu fahren, wo ich und auch noch andere Mütter ganz, ganz froh waren, dass es nur ein Wald ist, weil ich hatte immer so Angst vor Wasser, Seen, Hauptstraßen, das war ja alles da nicht da, das war ja wirklich mitten im Wald. Und also vermeintlich sicher? Ja, vermeintlich sicher, weil... Noch dazu pädagogisch, Waldpädagogikzentrum. Wir haben ihn hier zu Hause verabschiedet. Das Ungewöhnliche war, dass er sich so liebevoll von Nova verabschiedet hat. Von seiner kleinen Schwester. Denn eigentlich waren die beide so ein bisschen... Katz und Maus, wie Feuer und Wasser. Und den Morgen hat er sie geküsst und sie war total glücklich, dass ihr Bruder sie zum Abschied küsst. Und ja, wir wussten nicht, dass das der letzte Abschied wird. Weil 27 Stunden später circa ist das Unglück ja passiert. Dienstag, der 18. vormittags nach dem Frühstück. 18. Juni. Draußen gefrühstückt, auf einem Außengelände mit Sitzbänken. Und die fertig waren, durften schon aufstehen? Genau, die fertig waren, durften schon spielen gehen. Die Lehrer waren in Sichtweite, also die konnten dort hinschauen. Ja, und die Kinder oder einige Kinder haben halt die auf dieser Lore gespielt. Bis dann das Unglück da war. Ja, genau nach 14 Uhr hat mich unsere Sekretärin persönlich im Büro hochgerufen in den Besprechungsraum. Da war mir schon alles sehr suspekt. Und dann saß ich da und hatte Herzrasen, dass ich dachte, mir platzt der Kopf und wusste nicht, was ich gemacht habe, dass ich dort vor der Polizei sitze. Und dann hat mir der Polizist ganz kurz und knapp geschildert, es hat einen Unfall gegeben und Vincent hat es nicht überlebt. Ich habe gedacht, ich werde ohnmächtig, wollte es nicht wahrhaben. Ich habe gedacht, mir zieht es den Boden und den Füßen weg. Mein Mann kam dann an mit einer Polizistin und einem Polizist vorne in der Küche und sagte mir dann ganz direkt, Vincent ist tot. Ja, und dann nahm das Drama hier seinen Lauf zu Hause. Also viel weiß ich nicht, habe dann viele Gedächtnislücken auch, was dann die nächsten Stunden passiert ist. Ich glaube, das war der schlimmste Gang vom Polizeiauto hier in die Haustür. Das Schlimmste, was ich in meinem Leben machen musste. Der Leiter hat uns höchstpersönlich das Gelände gezeigt, uns sein Mitgefühl ausgesprochen und ja, da war uns ja nun noch irgendwie überhaupt nicht klar, was das für Dimension alles hat. Und dass später ein TÜV-Gutachten aussagen wird, dass das völlig, völlig absurd war, dass dieses Ding da frei beweglich stand. Und das hätte TÜV abgenommen sein müssen, gesichert sein müssen, es hätte nicht rollbar sein dürfen. Unwirklich zu sehen, was da für ein, ich nenne es immer Monstrum, für ein Monstrum von Lorengestell rollbar auf einem alten Schienenstrang stand. Unglaublich, dass da jahrelang Kinder drauf rumgeturnt sind und niemand diese Gefahr erkannt hat. Und warum die Verantwortlichen, egal wer es jetzt ist, so mit Scheuklappen unterwegs ist und die Gefährlichkeit einer
Der Gutachter schätzt über 400 Kilogramm schwere Lore, die fahrbar ist und von Kindern als Spielgerät genutzt wird. Dass das nicht erkannt wird, diese Frage, die wird keiner beantworten können. Das ist unerklärlich. Ja, es ist grob fahrlässig aus meiner Sicht, dass man hier sozusagen ein Höllengerät einfach platziert und Kinder unbeobachtet darauf spielen lässt. Und gerade in dem Alter, über das wir hier sprechen, das haben die Gutachter auch gesagt, gibt es noch nicht dieses ausgeprägte Gefahrbewusstsein. Die Kinder sind ja in der Entwicklungsphase und lernen erst, Gefahren einzuschätzen und darauf zu reagieren. Und das war hier im vorliegenden Fall überhaupt gar nicht erwartbar von den Kindern. Ich habe großes Vertrauen in den Rechtsstaat, auch weiterhin. Man muss allerdings auch sagen, der Rechtsstaat bisher hat sich keine Lorbeeren verdient hier mit dem Verfahren, was jetzt 4,5 Jahre gebraucht hat, was wirklich ein Ping-Pong-Spiel war zwischen Ermittlungsbehörden, Gerichten. Wir mussten als Nebenklage auch nochmal eine Verzögerungsrüge einlegen. Und wir haben jetzt 4,5 Jahre gewartet und gehofft und uns vertrösten lassen von Corona und von Ermittlungen, von Nachermittlungen, von wiederholten Nachermittlungen. Und der Hauptpunkt ist, dass wir nach unserem Gerechtigkeitsempfinden sagen, das, was jetzt läuft, ist nach unserem Bauchgefühl irgendwie nicht richtig. Dort sitzt eine jüngere Mitarbeiterin vor Gericht, alleine, als alleinige, jetzt noch Angeklagte. Und das ist für uns einfach aus unserem Empfinden gesagt ein Bauernopfer. Angeklagt ist die Leiterin eines Waldpädagogikzentrums und verhandelt wird eben der Vorwurf der fahrlässigen Tötung gegen die Leiterin des Waldpädagogikzentrums. Bei dem männlichen ehemals Angeschuldigten handelte es sich um den Forstamtsleiter, der selbst gar nicht vor Ort war. Da war sozusagen zu prüfen im Rahmen des Organigramms seiner Aufgabenbeschreibung, wer hatte denn die allgemeinen Verkehrssicherungspflichten für das Waldpädagogikzentrum. Da geht einher Kontrolle des Spielplatzes, die Spielgeräte müssen immer kontrolliert werden, der Sachverständige muss eingewiesen werden, welche Spielgeräte entsprechend zu begutachten sind und eben die Lore stand neben dem Spielplatz, wurde aber als Spielgerät genutzt, auch schon früher von anderen Schulklassen. Da gibt es auch Tagebücher im Internet, dass Kinder sozusagen auf der Lore saßen, andere haben angeschoben und die Kinder haben sogar geschrieben in dem Online-Tagebuch, wie toll sich diese Lore bewegen lässt und wie viel Spaß das macht. Das heißt, es war bekannt, dass es hier als Spielgerät genutzt wurde, auch wenn es ursprünglich nicht als solches konzipiert war. Und da war eben die Schwierigkeit herauszufinden, wer hatte denn die Verpflichtung hier, den Gutachter einzuweisen und die Verkehrssicherungspflicht zu überprüfen und die Ungefährlichkeit der Spielgeräte. Und das war sozusagen der Fokus. Und ursprünglich ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Forstamtsleiter war. Letztendlich durch das OLG bestätigt ist es er nicht gewesen, was natürlich für die Familie erstmal, die betroffene Familie, die Eltern des verstorbenen Kindes, ja, schwierig war zu verstehen. Wenn ich einen Job habe und bin Chef und verantworte ein Gelände, ein pädagogisches Gelände, ein Waldpädagogikzentrum, dann ist das nach unserem Gerechtigkeitsempfinden egal, ob ich da vor Ort bin, dauerhaft oder nicht dauerhaft. Ich verantworte dieses Gelände. Und der Leiter dieser Einrichtung kannte das Ding länger als die Mitarbeiterin, die jetzt angeklagt ist. Und ich frage mich, wie kann es sein, dass so jemand so aus der Schusslinie raus gelobt wird, dass er noch nicht mal mehr vor Gericht erscheinen muss. Ein Unding, ein absolutes Unding. Ja, die besondere Tragödie und die besondere Gestaltung dieses Falls aus Sicht der Eltern ist eben, sie sehen sich mehrfach mit staatlichem Handeln konfrontiert. Und der Staat trägt hier einerseits die Verantwortung und andererseits muss er auch ermitteln und gegebenenfalls auch bestrafen. Für mich muss ganz klar, es muss einen Schuldigen geben, damit es nicht irgendwann heißt, Vincent ist selber dran schuld. Kein Kind dieser Welt, was Eltern aus den Händen geben, darf auf einer Klassenfahrt sterben. Es muss ein Urteil geben, wo niedergeschrieben steht, dass hier jemand eine Schuld trägt. Eine Schuld, ein Kinderleben nicht geschützt zu haben. Das ist Vincents Reich. Wir haben es für ihn gebaut, ausgebaut. Ich glaube, übers Herz bringen, das aufzulösen, ist einfach undenkbar. Das ist. Das bleibt einfach so, wie es ist. Ich glaube, das trägt auch einen Teil mit dazu, dass einfach das Vergessen nicht eintritt.
ist auch das, was du immer so eine große Angst hast, dass wenn es dann irgendwann vergessen wird. Und ja. So ein Zimmer aufgeben ist... Man gibt dann auch so ein Stück Kind mit weg, finde ich dann. Und so kann man sich zurückziehen. Das macht Nova manchmal, kommt dann hoch, guckt. Wie ich gerade sehe, hat sie da gerade wieder ein Fotoalbum angeguckt. Und ein Kuscheltier von ihr liegt da auf dem Sitzsack. Genau, sie kann gesessen. Immer hier hochkommen, wann sie will. Genau. Manchmal spielt sie Schlagzeug. Den kleinen Mann, das ist eins meiner Lieblingsbilder. Geworden, geblieben. Obwohl er sich ja so lieber mochte. Genau, er mochte sich eigentlich lieber in Camouflage. Grün. Das war unser letzter gemeinsamer Männerausflug. Wir beide zu einem alten Militärgelände, wo er mit einem Panzer mitfahren durfte. Da haben wir mal in der Stadt einen Husky getroffen, einen echten Husky. Und Vincent war so Husky verliebt, hatte irgendwie so eine Beziehung dazu. Und der Husky hat ihn immer begleitet irgendwie. Es war so sein Seelentier, sein Seelenverwandter. Ne? Mhm. Ja, vorhin hatten wir was Interessantes gefunden, was wir gemacht haben für einen Gedenkgottesdienst ein halbes Jahr nach Vincents Unfall, wo unsere Nova, seine kleine Schwester, Worte für ihn spricht, also die wir vorher aufgenommen hatten. Lieber Vincent, bitte pass auf uns auf, bitte rege Streit, bitte sei ein gutes Vorbild. Danke, dass du die Schaukel am Birnbaum gebaut hast. Bitte vergesse uns nie. Ich wünsche dir viel Glück auf deinen Weg. Irgendwann sehen wir uns wieder. Thank you.